Was ist das bitte für ein Cliffhanger diese Woche? Wirklich unglaublich. Hier hat sich Oda, was Cliffhanger angeht, mal wieder selbst übertroffen. Wir erfahren nicht nur, was es mit Stussy auf sich hat, was bei Weevil passiert, sondern sehen zum Ende des Kapitels hin einen der fünf Weisen in Aktion. Den heiligen Jay Garcia Saturn. Mehr dazu jetzt in der Review. Auf der Coverpage sehen wir erstmal Vegapunk, der anscheinend Roboter erschaffen hat, die Blumen schießen, und gleichzeitig wird er von Caesar, Judge und Queen beobachtet, die irgendwie angeekelt reinblicken. Das Spannende daran ist, dass die drei noch ziemlich jung aussehen. Ich würde sagen, dass sie da maximal, wirklich maximal, in ihren frühen 20ern sind. Ist natürlich schwer einzuschätzen, aber so wirkt es zumindest auf mich. Und das würde bedeuten, dass MADS durchaus schon vor über 30 Jahren existierte, wenn nicht gar bereits vor 40 Jahren. Das ist deshalb interessant, weil diese Klon-Thematik ja aktuell stetig in den Vordergrund rückt und je nachdem, wie alt MADS gewesen ist oder auch nicht gewesen ist, können gewisse Figuren theoretisch Klone sein oder auch keine Klone sein. Ich persönlich hoffe zwar, dass wir möglichst wenig Klone bekommen, aber trotzdem ist es ja wichtig, genau sowas zu beobachten, wenn wir schon versuchen, Theorien dazu zu spinnen. Das eigentliche Kapitel beginnt dann aber im Kampf Stussy vs. Luki und tatsächlich kassiert Luki hier erneut. Stussy schwächt ihn mit einem Seesteinlippenstift, was eine sehr interessante Waffe ist, und beißt ihn daraufhin, woraufhin er wiederum in Ohnmacht fällt. Die Gefahr ist damit dann aber noch nicht direkt beseitigt, denn Stussy hat nur dieselbe Autorität wie Luki. Wobei ich sagen muss, dass das keinen Sinn ergibt. Denn damit sagt sie ja eigentlich aus, dass Luki einen Befehl, den er einmal gegeben hat, nicht wieder rückgängig machen kann, was keinen Sinn ergeben würde, wenn dem so wäre. Aber es muss so sein, weil Stussy ja genau dieselbe Autorität wie Luki besitzt. Warum also sollte Lukis Befehl mehr wert sein als der von Stussy? Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, dass Luki und Stussy nach wie vor auf einer Seite stünden und Luki hätte den Autoritätschip. Jetzt würde Luki befehlen, dass die Seraphim die Ströte angreifen sollen. Daraufhin würden sich Luki und Stussy trennen, beide würden jeweils einen Seraphim mitnehmen, doch Luki gibt Stussy den Autoritätschip weiter. Stussy trifft dann auf die Ströte und logischerweise greift der Seraphim die Crew an. Bis dahin macht alles Sinn. Wenn jetzt aber ein Befehl von weiter oben kommen würde, der Stussy befiehlt, die Ströte nicht länger anzugreifen, dann könnte sie der Logik nach aus diesem Kapitel nichts daran ändern. Obwohl sie de facto genau dieselbe Autorität wie Luki hätte, als er den Befehl gegeben hat. Sie wäre in dem Fall ja gleichzusetzen mit Luki. Vor allem deshalb, weil wir die Autoritätspyramide eindeutig gesehen haben. Die Person mit dem Autoritätschip hat die Befehlsgewalt. Zumal es ja nicht so ist, dass Luki aktiv etwas gegen Stussy unternehmen könnte. Man könnte sagen, gut, in dem Beispiel ist es ja so, dass Luki nicht mehr anwesend ist und deshalb würde seine Autorität ohnehin wegfallen, aber dasselbe ist hier ja auch der Fall. Denn Luki ist ohnmächtig, de facto ist er also nicht mehr anwesend, zumindest wird es so registriert von den Seraphim. Aber es ist nicht nur die Tatsache, dass es keinen Sinn ergibt, denn da gibt es noch was, was vor wenigen Kapiteln passiert ist, was ebenfalls zeigt, dass das, was hier passiert, keinen Sinn ergibt. Denn vor wenigen Kapiteln hat die CP0 Sentomarus Befehl überschrieben und das, obwohl er in der Befehlspyramide über ihnen steht. Das hat Sinn ergeben, weil Sentomaru ohnmächtig geworden ist und der Befehlsserver damit weggefallen ist. Aber dasselbe gilt ja jetzt auch für Luki, nur dass Luki weniger Autoritätsgewalt als zuvor noch Sentomaru hatte. Wie man es also dreht und wendet, es ergibt keinen Sinn. Bevor ich jetzt aber weitermache und gleich noch über Kizarus Gast Saturn rede, kannst du die Gelegenheit gerne nutzen und mir sehr gerne noch ein Abo dalassen. Während Stussy nichts unternehmen kann, passiert wie gesagt nicht viel. Zoro hat einen kurzen Clash mit dem Mihawk-Seraphim und Sanji rettet Allison, der beinahe von einem Laser erwischt worden ist. Damit sind die Vegapunks dann aber auch wieder bei den Seraphim, womit sie natürlich auch wieder die Kontrolle übernehmen. Allerdings, um hier schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, wird das wahrscheinlich nicht lange so bleiben. Kizaru ist nicht allein unterwegs, sondern in der Begleitung von einem der fünf Weisen. Wir erfahren hier auch seinen Namen, Saint Jay Garcia Saturn. Und da er einer von den fünf Weisen ist, hat er natürlich eine höhere Autorität als selbst Vegapunk.
Zumindest dann, wenn Vegapunk keine Hintertür eingebaut hat. Und selbst wenn er die eingebaut hat, bezweifle ich, dass er sie in diesem Arc nutzen wird oder nutzen kann. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass einer der fünf Weisen zum ersten Mal in der Geschichte von One Piece in Aktion tritt und dann von Vegapunk übertölpelt wird. Unwahrscheinlich. Kommen wir aber mal auf Saturn zu sprechen, und zwar auf seinen Namen. Das führt nämlich zur Vermutung, dass alle fünf Weisen nach Planeten benannt worden sind, und das könnte durchaus wichtiger werden. Spannend ist nämlich auch die Anzahl von genau fünf Weisen und drei antiken Waffen. Die Zahl 8 passt nämlich ganz gut in unser Sonnensystem. Aktuell haben wir genau 8 Planeten in unserem Sonnensystem, wenn wir die Erde mit einberechnen. Diese sollten wir vorerst allerdings einmal wegnehmen und stattdessen den Zwergplaneten Pluto hinzufügen. Pluto gilt nämlich erst seit 2006 als solcher und wurde vorher als 9. Planet betrachtet, und wie wir wissen, hat One Piece wesentlich vor 2006 begonnen. Es könnte also folgendermaßen aufgebaut sein: Die antike Waffe Pluton für Pluto, die antike Waffe Poseidon für den Neptun, denn Poseidon ist ja das Äquivalent zu Neptun, und die antike Waffe Uranus halt für Uranus. Dann die fünf Weisen, Jay Garcia Saturn, offensichtlich für den Saturn, und die anderen dann für Jupiter, Mars, Venus und Merkur. Heißt, wir hätten alle Planeten, bis auf die Erde natürlich, in den fünf Weisen und den antiken Waffen. Und dann sind wir noch nicht fertig. Wir haben Imu, rückwärts gelesen Umi, für die Erde, also den blauen Planeten, und Blackbeard dann für den Mond. Bleibt schließlich noch etwas, die Sonne, wofür wir natürlich Ruffy haben. Ob das dann bedeutet, dass die fünf Weisen selbst antike Waffen sind oder welche besitzen, sei erstmal dahingestellt. Möglich wäre es, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Doch unabhängig davon finde ich diese Zuordnung ziemlich spannend und auch ziemlich passend. Bevor ich jetzt zum nächsten Thema komme, kannst du mir deshalb auch mal sehr, sehr gerne deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist so ein Thema, da kann man sehr viel zu diskutieren und spekulieren. Kommen wir nun aber zum letzten Plot in diesem Kapitel. Edward Weevil hat Sphinx Island sehr ehrenvoll vor der Marine verteidigt, die das Land Whitebeard Schätze wegen plündern wollte. Und der Kommandooffizier, der übrigens auch sehr ehrenlos war und die ganzen Dorfbewohner angegriffen hat, sieht einfach mal so aus und handelt auch genauso wie der, der damals bei Nami im Dorf war. Weevil hat dann natürlich den Boden mit ihm gewischt, nur Pech gehabt, dass Green Bull in der Nähe war und von ihm gerufen wurde. Nach Wano Kuni brauchte Green Bull offenbar so einen kleinen Ego-Push und hat deswegen dann Weevil gefangen genommen. Stussy, also Miss Buckingham, übrigens nicht, was mich schon wundert, weil sie ja sicherlich auch ein Kopfgeld hat und auch eigentlich immer bei Weevil ist. Wie auch immer, allein schon für den Plot musste sie zurückbleiben, denn sie erzählt Marco jetzt, was passiert ist, und möchte eigentlich, dass er versucht, Weevil zu befreien, und sie sagt, dass Weevil der Erbe von Whitebeard ist, und wenn Marco ihr das nicht glaubt, dann solle er gefälligst Vegapunk fragen. Also sie impliziert sehr stark durch diesen Bezug zu Vegapunk, dass Weevil ein Klon von Whitebeard ist und deshalb irgendwie auch dessen Blut fortsetzt und sein Erbe ist. Es ergibt schon irgendwo Sinn. Und ich sag mal so, mit all dem erhärtet sich jetzt nochmal der Verdacht, dass wir früher oder später ein Impel Down 2.0 erhalten. Damit endet das Kapitel dann auch. Schreib du mir sehr gerne deine Meinung zu dem Kapitel in die Kommentare. Hier kommst du noch zu meiner Blackbeard-Theorie, und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.